Die 200 Google Ranking Faktoren heute zum Thema Domain. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IRE Mage und Sie schauen websitemarketing.ch. Es gibt eine Liste, die von backlinko.com aufgestellt wurde mit den 200 Ranking Faktoren, die Google bewertet. Das ist natürlich eine Annahme, trifft aber meines Erachtens nach den Punkt ziemlich genau. Heute schauen wir das Thema Domain an. Der erste Punkt hier geht um das Alter einer Domain. Ob eine Domain ein halbes Jahr oder ein Jahr alt ist, macht keinen Unterschied. Ein Jahr oder 15 Jahre dann aber sicher. Also eine alte Domain nicht einfach wegwerfen. Der zweite Punkt, Keyword Appears in Top-Level Domain, war sicherlich früher, hat sehr früher einen größeren Einfluss und da ist man sich auch einig, dass das heute noch ein bisschen was bringt, aber lang nicht mehr den Einfluss, den es mal gehabt hat und in Zukunft wird das sicherlich noch weiter abnehmen. Keyword as first word in Domain, auch da ähnliche Punkte. SEO Moz meint, dass das noch ein Vorteil sei, aber auch hier wird das immer weniger der Fall sein, immer weniger ein Vorteil, sonst wäre ja derjenige, der sich das früher mal reserviert hat, bevorteilt gegenüber dem, der erst heute startet. Dann 4, wie lange ist eine Domäne voraus registriert, also wann läuft sie ab? Das kann natürlich ein Zeichen für Google sein, wenn die bald abläuft, dass die nicht den Wert hat, also beispielsweise nur für eine Landingpage, für eine Kampagnenpage als verwendet wird und deshalb kann das sicherlich sich eher negativ auswirken. Dann Keyword in Subdomain, das heißt, wie hier unten dargestellt, Subdomain. Oder Keyword, Entschuldigung, .url.com, haben wir auch gesehen bei Searchmetrics, bei der Korrelationsanalyse, dass Subdomains sowieso schlechter sind, ist also meiner Meinung nach kein Vorteil, ist, wenn es natürlich schon ein Keyword drin haben soll, sicherlich besser, als wenn Sie keins drin haben. Wenn Sie das also noch wählen können, dann machen Sie es auch heute noch, aber wie gesagt, Subdomains sollte man vermeiden. Domain History, verschiedene User, die mal besetzt haben, das Whois-Einträge und so weiter. Kann auch sein, dass sich da Google sagt, okay, da passiert irgendwie was mit der Domain, die wird da rumgehandelt und es wird immer von anderen Besitzern gebraucht. Kann auch mal sein, dass die mal zusammengebrochen ist, irgendwelche schlechten Backlinks oder so gehabt hat. Ist also auch nicht unbedingt ein Vorteil, wenn die zu viel wechselt. Dann Exact Match Domain. Da sehen wir gerade den Spruch von Matt Kutz, der sagt ganz klar, dass das eher nicht mehr ein Vorteil ist, dass das abnehmen will. Exact Match Domains, also genau das Keyword in der Domain drin, als beispielsweise, wenn Sie eine Autofirma haben, steht da auto.ch, nicht mehr den Vorteil hat, wie es früher mal hatte. Dann der Whois, also wem die Domain gehört, Public versus Private, da sagt man, dass Public ein Vorteil ist versus Private, weil Private muss man da irgendwas verstecken, das auch hier ein Hinweis von Google. 9. Kann es sein, dass ein Whois, also der Besitzer einer Domain, bestraft wurde. Und wenn man natürlich jetzt sieht, dass das ein großes Ausmaß an Domains hat, die eben ein Problem hatten bei Google, die als Spammer rüberkamen, dann kann es klar sein, dass dann Google auch die anderen Domains, die dieser Whois, diese Person noch besitzt, dass auch die schlechter bewertet werden. Die Top-Level-Domain, also .de, .ch und so weiter und so fort, ist das ein Vorteil. Wenn Sie im Land gerankt werden wollen, ist es natürlich, also wenn ich in Deutschland gerankt werden will, ist .de ein Vorteil. Wenn ich aber international gerankt werden will, wieder eher ein Nachteil. Das also die Domain-Punkte-Faktoren, wenn es um SEO geht. Das waren jetzt 10 der 200. Ich werde die anderen natürlich auch noch durchgehen. Das Ganze dann intern verlegen, sodass man am Schluss eine schöne Übersicht über die 200 Ranking-Faktoren von Google hat. Kommentare, Anregungen, immer gerne hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IRE Mage, der Website marketing.co geschaut.